Ja, mich bewegt einerseits, ich will noch mal darauf aufmerksam machen, dass kriegerische Auseinandersetzungen nicht nur die Stunde von Militärs sind oder von Politikern, sondern auch die Stunde der Nachrichtendienste. Nachrichtendienste bringen die Informationen, die man braucht, auf dem Gefechtsfeld, aber auch für die Diplomatie oder für den Informationskrieg. Und Nachrichtendienste halten auch Kontakte für Verhandlungen. Und Verhandlungen ist mein Stichwort für die Ukraine. Ich glaube, wir müssen einfach feststellen, dieser Krieg eskaliert. In vielen kleinen Schritten. Wenn wir uns zurückschauen, wie hat er begonnen und wo stehen wir heute, wie hat sich das ausgeweitet? Und das will ich gar nicht nur an den Waffenlieferungen festmachen, sondern insgesamt, wie hat sich das ausgeweitet? Dann stellen wir fest, stetig, aber sicher eskaliert dieser Konflikt. Die Ukraine hat das große Ziel zu gewinnen, das verstehe ich, ich will sie auch unterstützen. Aber sie hat auch das Ziel, den Westen mit hineinzuziehen, weil es viel besser für die Ausgangsposition ist. Da müssen wir höllisch aufpassen.